Nicole Eisenman What Happened ist eine chronologisch organisierte Ausstellung. Und während man die Ausstellung besichtigt, kann man im Grunde 3 bis 4 ganz unterschiedliche Narrationen nachvollziehen. Zum einen ist es eine Ausstellung, die über Fragen des künstlerischen Materials spricht. Also eine Künstlerin, die vor allen Dingen mit Zeichnung angefangen hat und Malerei, die dann Druckgrafik und Skulptur gemacht hat. Nicole Eisenman ist Ende der 80er Jahre, 1987, nach New York gekommen und ist in New York auf eine Community gestoßen, die queer, feministisch, lesbisch geprägt war und wo sie sich auch einfach zu Hause gefühlt hat. Sie hat wahnsinnig viele Zeichnungen in diesen Jahren geschaffen und schon von Beginn an waren auch diese Bilder ganz stark geprägt, sowohl von der Kunstgeschichte als auch von Comics und Porn und Popkultur. Und dann ist es aber auch eine Ausstellung, die über eine politische Entwicklung in Amerika spricht. Von der Zeit nach Reagan bis zur Gegenwart, entlang der großen Krisen wie der Finanzkrise 2007, 2008. In der Zeit kann man feststellen, dass bei Nicole Eisenman das Werk bis dahin sich sehr stark um ihre Community herum bewegt hat. 2007, 2008 gibt es eben erstmals Bilder, die sich mit ganz allgemeinen gesellschaftlichen Themen befassen. Die Biergartenmalereien haben schon auch einen Bezug zur Kunst des 19. Jahrhunderts. Denken wir vor allen Dingen eben an so bürgerliche Vergnügungsszenen. Bei Eisenman zeichnen sich die Biergartenmalereien einerseits dadurch aus, dass sie die Figuren, die sie da drin zeigt, in ganz unterschiedlichen Stilen zusammenbringt. Dass es aber keine bürgerliche Szenerie ist, sondern dass die Dargestellten in Brooklyner Biergärten sitzen und dass das die KünstlerInnen-Szene eben ihres eigenen Umfelds ist. Das Aufgreifen von verschiedenen kunsthistorischen Referenzen und teilweise das Einfügen von diesen ganz verschiedenartigen Bezügen in der Malerei ist unter anderem auch ein Einschreiben von Nicole Eisenman selbst in diese Kunstgeschichte. Ich würde sagen, dass ich am ehesten die Skulptur und die Malerei bei Nicole Eisenman überlagern in der Auseinandersetzung damit, was es bedeutet, einen Körper zu haben. Also diese Idee von, wie diese Körper aussehen und agieren und beschaffen sind, da sehe ich schon einen Bezug auch in der Malerei. Die Prozession oder Procession wird angeführt von der sogenannten Perpetual Motion Machine. Man könnte diese anführende Person als ein alter Ego von Nicole Eisenman lesen und sagen, das ist eine Künstlerin und die zieht dieses Museum Peace Con Gas hinter sich her. Vielleicht auch so eine Form von Institutionskritik. Aber diese Gruppe lässt sich halt auch wahnsinnig politisch lesen, als eben wieder Menschen, die aufbrechen und zusammen irgendwo hingehen. Und dann gibt es an der Seite eine Skulptur, die so einen ganz langen Flaggenmast hinter sich herzieht und neben dem eine Kiste steht. Und in der Kiste liegt so ein Weißkopfadler, das Symbol für die USA. Und der lässt aber wirklich die Flügel hängen, hat gebrochene Beine, also der ist auch irgendwie, ja, versehrt. Die Ausstellung erzählt auch die Entwicklung von einer Künstlerin, die sozusagen in New York für eine kleine Community angefangen hat, Kunst zu machen und heute ein Megastar ist innerhalb der zeitgenössischen Kunst.